sagen. Moin! Moin! Ja, wir schon wieder. Und wie zu erwarten, der zweite Teil von Busch und Müller. Wir sind ja in Meinerts Hagen gewesen und haben uns mal die Produktion bzw. Entstehung eines Scheinwerfers angeschaut. Das heißt, ich habe ja gerade schon gesagt, zweiter Teil. Es gibt auch einen ersten Teil. Und wenn du mich fragst, macht es eigentlich keinen Sinn, den zweiten Teil erst zu gucken und dann den ersten Teil zu sehen. Das macht wirklich keinen Sinn. Na, darum stimmt. Ist mein Tipp an dieser Stelle, schau dir erstmal den ersten Teil an. Findest du bei uns im Channel, der ist direkt vor diesem Video. Siehst du den ersten Teil und dann erst den ersten Teil gucken und dann den zweiten Teil. Dann bist du voll im Thema. Alles klar, fangen wir an. Ja. Und wir gucken jetzt Teil 2, weil wir haben ja Teil 1 schon gesehen. Ja, genau. Ja, und ich war dabei. Das ist richtig. Moin. Moin. Ich wollte zu dem Alexei. Der Alexei ist heute verhindert, aber Okay. Ich nehme dich im Empfang. Jan-Hendrik, hallo. Okay, hallo Jan-Hendrik. Hi. Ja, ich glaube, ich bin hier im Ultraschall gelandet und ja, Busch und Müller... Made in Germany und Ultraschall. Also ich kenne Ultraschall, aber eher aus anderen Bereichen, glaube ich. Und ja, was macht ihr hier? Ja, Ultraschall, genau. Also das ist nicht beim Arzt. Wir haben hier keine Doktoren, die sich kleine Kinder angucken, sondern wir machen sowas völlig anderes. Okay. Bei uns geht es darum, zwei Kunststoffteile miteinander zu verbinden. Mhm. Und das wird über ein Ultraschall-Schweißverfahren gemacht. Okay. Genau, schweißen, das sagt dir vielleicht eher was. Schweißen kenn genau, ich, zwei Teile miteinander verbinden. Genau, und das wird ja im Stahlbereich dann auch meist durch Hitze jetzt gemacht, dass die aufgeschmolzen werden. Und genauso ähnlich ist es auch im Kunststoff. Die werden mechanisch miteinander verbunden, verschmolzen. Genau, ich habe hier gerade zwei Teile in der Tasche. Da kann ich das mal so ein bisschen dran demonstrieren. Wir haben also zwei einzelne Kunststoffteile, die speziell so konstruiert sind, dass sie fürs Ultraschallschweißen bereit sind. Und die werden dann aufeinander gelegt. Und werden dann über eine hohe Frequenz, wir arbeiten hier meist mit 20.000 Hertz, 20 Kilohertz Maschinen, werden dann so schnell miteinander vibrieren dann so schnell miteinander, dass der Kunststoff aufschmilzt und hinterher wieder abkühlt. Also fährt wieder auseinander die Maschine, das Ganze kühlt ab und wir haben damit eine feste Verbindung zwischen zwei Kunststoffteilen geschaffen. Ja, also es geht sekundenschnell, so wie das klingt. Ultraschall sagt der Name, glaube ich, auch schon. Und dann sagst du, das wird verschweißt. Mhm. Das kann man auch kleben, oder? Das könnte man kleben, das wird aber deutlich länger dauern. Ja, das ist viel aufwendiger. Also, alles klar, also ist auch eine Geschwindigkeitsfrage. Auf jeden Fall. Und Haltbarkeit? Super. Also das ist tatsächlich, die beiden Teile werden wie ein Teil. Also der Kunststoff schmilzt, beide Teile schmelzen. Die haften dann so aneinander, als wenn es ein Teil ist. Ja. Also wir kontrollieren das dann, wenn wir die ersten paar Teile geschweißt haben und müssen die dann mechanisch wirklich auseinanderbrechen, reißen, komplett zerstören, damit wir gucken können, dass die haften. Also das ist überhaupt gar kein Problem von der Haltbarkeit her. Also super fest. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Genau. Jetzt hast du hier ein Rücklichtglas, würde ich sagen. Welches Modell ist das? Genau, das ist das 2C. Das ist einmal das Glas mit dem Rückstrahler. Das ist die erste Einheit, die hier verschweißt wird. Okay. Und im zweiten Schritt wird dann der ganze Rest, Unterteil, Platine und sowas, wieder miteinander verschweißt. Und dann haben wir das fertige Rücklicht. Also für alle, die zu Hause mal selbst so ein bisschen schrauben, das kann man nicht einfach so aufschrauben und sagen, oh, ich tausche jetzt mal hier die Birne aus oder so. Das gab es damals mal, wobei LEDs halten ja auch Ewigkeiten. Oder? Richtig, ganz genau. Ja, ganz genau. Deswegen muss man das auch nicht wieder aufmachen können, zerstörungsfrei. Ja. Also wenn man das einmal aufmacht, kriegt man das nicht mehr so leicht zusammen. Ja. Ist das wasserdicht? Genau, also wenn das verschweißt ist, ist das 100% wasserdicht. Ja, genau. Okay, sehr schön. Rücklichtglas, wo wird diese Technik noch angewendet? Also bei welchen Bauteilen? Also jetzt haben wir hier das Rücklichtglas oder das gesamte Rücklicht. Genau, also zum Großteil sind das dann die Rückstrahler mit entweder Unterteilen, wenn es einfach nur Rückstrahler sind, oder mit Gläsern der verschiedenen Produkte. Da wird das ganz sehr häufig eingesetzt. Ja. Dann natürlich wird das Unterteil mit der oberen Einheit verschweißt, sehr häufig. Wir haben ja also fast nur Rücklichter, die wir in der Ultraschallschweißerei zusammenbauen. Mhm. Und mittlerweile auch schon ein Frontlicht. Das liegt hier auch gerade, genau, wo wir die Blende miteinander verschweißen mit dem Innenträger, um das dann auch wirklich 100% wasserdicht zu bekommen. Also das ist dann zusammengeschweißt und hält und ist dicht.
Okay, genau. Also nicht zum Öffnen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Viele suchen manchmal vielleicht auch die Schraube, wenn irgendwas ist oder so. Ne? Genau. Aber da macht man eher mehr mit kaputt, als dass es besser wird. Ne? Auf jeden Fall, so ist es. Okay, gibt es jetzt irgendwas, was du noch erzählen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe? Ja, also ich möchte mal auf den Vorteil hinweisen des Verschweißens gegenüber vom Kleben. Also einmal über die Zeit haben wir schon gesprochen. Es geht viel, viel schneller als das Kleben. Wir müssen nicht aushärten und nichts. Ja. Und wir haben natürlich auch nicht den Klebstoff, der natürlich vom Umweltgedanken her nicht ganz so angenehm ist, sondern wir verschweißen nur die beiden Kunststoffe miteinander, die beiden Teile direkt und haben nicht nochmal eine extra Komponente, die hinterher nochmal entsorgt werden müsste oder dergleichen. Ja. Also tatsächlich ist das noch ein guter Gedanke dazu. Genau. Ja, das stimmt. Mhm. Wenn man da so drüber nachdenkt, klar, auf jeden Fall, man braucht keinen Kleber. Sehr schön. Ja, sehr gut. Dann sage ich vielen Dank. Sehr gerne. Und sag mir mal, welche Abteilung gehen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen jetzt in die Montage. In die Montage? Genau, in die Beleuchtungsmontage. Wer wartet da auf uns? Ich. Du. Sehr gut. Dann gehen wir da zusammen hin. Alles klar. Seid ihr schon in Verstimmung gewesen? Du hast ja gesagt, wir gehen jetzt in die Montage und ich habe auch gesehen, hier sind relativ viele Einzelplätze, sage ich mal so. Und ja, hier laufen wahrscheinlich alle Teile wieder zusammen, so wie das aussieht. Ich habe gerade schon das Scheinwerferglas gesehen, was wir in der Spritzgussabteilung gesehen haben. Das Scheinwerfergehäuse und dann wird wahrscheinlich noch eine Endkontrolle gemacht. Genau. Und dann geht es ja wahrscheinlich noch weiter. Aber ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, vielleicht detaillierter noch, was da so genau passiert. Ja, sehr gerne. Genau, also hier laufen viele Teile zusammen. Ja. Abgesehen von den Rücklichtern, die wir gerade unten gesehen haben, die dann direkt durch den Versand gehen, ist alles, was Frontscheinwerfer sind, da laufen hier alle Teile zusammen. Von Kunststoff, Aludruckus und Drehteilen, eloxierte Teile, wie wir jetzt hier sehen. Wir sind hier gerade am Arbeitsplatz von dem 167er vom IQXS. Ja. Das ist ein sehr beliebter Scheinwerfer. Und wie du weißt, haben wir den in verschiedenen Versionen. Wir haben hier zum Beispiel, sieht man das Gehäuse. Hier haben wir das schwarz eloxierte Gehäuse, Aluminium. Ja, okay. Das gibt es auch noch in Silber zu kaufen. Ja. Und wir haben das noch in einem Kunststoff und dann auch neuerdings in einem Biokunststoff. Ja, genau. Kunststoff habe ich heute auch schon einmal gehört. Genau, das ist zu erkennen an diesem Friendly-Logo da drauf. Das ist dann aus Biokunststoff aus unserem Hause. Ja. Ganz genau. Okay, interessant. Genau, hier laufen dann die ganzen Teile zusammen und unsere Mitarbeiterin montiert dann diesen Scheinwerfer hier direkt vor Ort. Und wir prüfen jeden Scheinwerfer am Ende einer Montage zu 100%. Also jeder Scheinwerfer, auch jedes Rücklicht, was unser Haus verlässt, ist tatsächlich endgeprüft. Ja, also das heißt, egal welchen Scheinwerfer ich im Laden auspacke oder, ihr habt ihn hier getestet. Genau. Und dann ist er erst in die Verpackung gekommen und dann zu uns ins Geschäft oder über den Großhandel, wie auch immer, was dann noch dazwischen ist. Ganz genau. Genau. Die Prüfungen sind immer auf den Scheinwerfer oder aufs Rücklicht angepasst. Ja. Hier beurteilen wir einmal visuell, also die Mitarbeiterin guckt erstmal selber, okay, passt das Lichtbild so, ist das in Ordnung? Und wenn sie entscheidet, ja, das ist in Ordnung, dann geht das in eine automatische Prüfung rein, wo dann auch zum Beispiel ein Standlicht geprüft wird, ob das funktioniert, ob der Taster funktioniert. Ja. Genau, das sind dann Sachen, die durch eine automatische Prüfung laufen. Ja. Wenn die sagt, es ist in Ordnung, dann wird er verpackt und geht dann entweder weiter zum Halterschrauben oder direkt an den Kunden in die Endverpackung. Mhm. Das kommt dann ganz drauf an, welche Version gerade montiert wird. Ja, genau. Also ihr baut ja Scheinwerfer auch direkt für Fahrradhersteller. Genau. Genau. Und auch halt für unsere SB-Wand. Ne? Genau, ganz genau. Sehr schön. Ganz zu Anfang hatte ich schon gesagt, ich habe relativ viele Arbeitsplätze hier gesehen, gerade in dieser Produktion und oder Montage. Und wie viele Arbeitsplätze sind das insgesamt? Genau, also wir haben in dieser Halle ungefähr 65 Arbeitsplätze. Ja. Die sind alle mit erhöhten Tischen ausgestattet, sodass die Mitarbeiterin entweder sitzen oder stehen kann. Ja. Möglichst gesund ist das ja irgendwie abzuwechseln alle paar Stunden. Ja. Genau, deswegen sind die so ergonomisch gemacht, dass man stehen und sitzen kann. Ja. Und dann auch so ein bisschen halbrund, wie man sieht, dass die Greifwege möglichst kurz sind und die Belastung der Mitarbeiter möglichst gering ist. Ja. Das steigert natürlich dann auch wiederum die Effizienz. Auf jeden Fall. Also es ist ja gleichzeitig eine Win-Win-Situation, genau, würde ich sagen. Und ja auch, zeigt ja auch das Thema Made in Germany, ist ja auch immer wichtig. Ne? Wenn man jetzt woanders fertigt, man weiß immer nie, wie sind die Gegebenheiten dann da. Wenn man das dann hier sieht, ergonomische Arbeitsplätze, hell, schönes, angenehmes Licht und dann auch noch an den Mitarbeiter quasi angefasst. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr schön zu sehen. Dann die 100%ige
Endkontrolle, wo man auch wieder sagt, made in Germany. Ich glaube, das gibt es nur, ja, wenn es auch wirklich made in Germany ist. Ne? Ja. Ja. Genau, also da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass wir so viel Fertigungstiefe hier bei uns haben und wirklich jeder Handgriff hier bei uns in Meinerzhagen stattfindet. Das ist ein wirklich spannendes Feld hier und eine wirklich schöne Sache. Ja, ja. Also wirklich von der Konstruktion über das Werkzeug, dann die Muster und so weiter. Ja. Also ein super spannendes Thema, wie so ein Scheinwerfer entsteht. Und wenn man dann überlegt, das alles direkt in Deutschland mit so kurzen Wegen. Ja. Das ist beeindruckend und da kommt dann natürlich auch eine sehr, sehr hochwertige Qualität zustande. Genau. Ja. Jan-Hendrik, vielen lieben Dank, dass du uns das hier alles gezeigt hast, erklärt hast. Und ich glaube, wir gehen jetzt nochmal in die... Genau, jetzt geht es weiter zur Qualitätssicherung, zum Qualitätssicherung, Udo. Qualitätssicherung, genau, zum Udo. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Und, sehr gerne. Ja, bis zum nächsten Mal, sag ich mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Ciao. Moin. Hallo. Ich glaube, du bist der Udo. Ja, genau. Von der Qualitätssicherung. Ich grüße dich. Ja. Hallo. Herzlich willkommen bei uns hier. Ja, ich habe gerade eben schon gesehen, die Fertigung vom Scheinwerfer gesehen. Und auch in der Montage habe ich gesehen, da wird eine hundertprozentige Endkontrolle gemacht. Genau. Du sagst jetzt Qualitätssicherung. Ja. Ich hatte gedacht, das reicht doch eigentlich. Genau. Und scheinbar doch nicht so ganz. Ne? Genau, also wir sind jetzt gerade dabei, Endkappen für eine Neuentwicklung von Scheinwerfern zu vermessen und eigentlich die Erkenntnisse aus unseren bereits bestehenden Scheinwerfern dahingehend zu übertragen. Wir möchten halt gerne eine hundertprozentige Wasserdichtigkeit für einen Scheinwerfer, den ich jetzt noch nicht hier habe, ermitteln. Ja. Und dazu müssen wir dann halt die Endkappen vermessen und das mache ich jetzt gerade. Mhm. Also ist die Qualitätssicherung eigentlich auch ein Prozess, der vor der eigentlichen Fertigung oder Serienfertigung eines Scheinwerfers passiert? Genau, wir machen ja auch die Qualitätsvorausplanung für neu entwickelte Produkte. Und das ist halt so der Bereich Projektierung und da geht es dann halt bis zum fertigen Produkt. Und wir schauen dann halt aufgrund unserer langen Erfahrung, welche möglichen Einflussgrößen es gibt, die wir bewerten müssen und die wir dann halt auch im Vorhinein abprüfen. Ja. Wir arbeiten viel mit FMEAs, Fehlermöglichkeit und Einflussanalysen. Ja. Und da bin ich dann halt auch gerade dabei, solche Basics hier zu ermitteln an den gespritzten Kappen und die zu vergleichen mit den Gegebenheiten an den bereits bestehenden Scheinwerfern. Also wirklich von der Gummikappe bis hin zum fertigen Scheinwerfer prüft ihr tatsächlich alles im Voraus ganz genau. Genau, um alle Eventualitäten dann auch dann schließlich, wenn wir in die Serie gehen, abgeprüft zu haben und sicher sein zu können, dass wir den Kunden dann halt auch ein ausgereiftes Produkt, obwohl neu, zur Verfügung stellen können. Ja. Genau, man spricht dann ja auch vielleicht von Langlebigkeit. Ganz richtig. Kann man das so sagen? Genau, also wir nehmen hier in unserem Bereich Qualitätssicherung, nehmen wir die Belastung, die auf unseren Bauteilen liegen, über Lifetime, über einen Lebenszyklus, nehmen wir voraus. Wir kennen die Belastung, die darauf liegen und haben dazu dann auch ein reichhaltiges Equipment in unserem Laborbereich, das uns dann im Prinzip darüber Auskunft gibt. Da gibt es dann halt die Klimakammern, es gibt Spritzwassertests, die dann halt die Wasserdichtigkeit der Scheinwerfer ermitteln. Mhm. Und es gibt dann halt auch Vibrationsprüfstände, der ist gerade hier im Aufbau, haben wir einen sehr großen, größere Bauteile. Genau, und so sind wir halt hier unterwegs und sind dann auch immer relativ erfolgreich damit, weil wenn wir unsere Sachen dann auf den Markt bringen, dann funktioniert es auch im Allgemeinen. Ja. Genau, das ist ja ganz wichtig. Du sagtest gerade das schöne Wort Lebenszyklus. Ja. Was habt ihr da oder was plant ihr oder was gebt ihr voraus oder wie? Genau, also bei den Scheinwerferteilen ist es so, dass wir einen Lebenszyklus von mindestens 5 Jahren vielleicht, wir nehmen da den chronologischen Lebenszyklus voraus. Mhm. Wir machen auch Bauteile für Motorräder. Okay. Und da ist es dann so, dass uns die OEMs im Prinzip den Lebenszyklus vorgeben. Mhm. Das heißt also, die ihre Produkte im Vorhinein so planen, in Hinsicht auch auf alle anderen Bauteile, dass die eine sehr genaue Vorstellung davon haben, wie lange soll das Teil denn dann auch funktionieren. Ja. Genau. Okay. Ja. Ja. Können wir uns mal so einen Test angucken? Also sehr gerne. Ja. Können wir jetzt sofort machen. Müssen wir halt rübergehen und dann in unserem Vibrationsprüfstand und im Labor gerade mal nachschauen. Ja, okay. Okay, ja, dann zeig mal. Dann machen wir es so. Jetzt
Jetzt haben wir gerade eben den Shaker gesehen. Ja. Ich glaube, der ist sogar ganz neu. Ne? Ja, ist jetzt so unsere neueste Anschaffung. Wir hatten vorher auch schon einen Vibrationsprüfstand gehabt, aber einen viel kleineren. Bauteile werden größer, deswegen braucht man eine größere Ausführung. Und grundsätzlich ist mal zu sagen, die Vibrationen stellen die Belastung für unsere Bauteile dar, die durch den Einfluss der Straße und daneben, das sind Motorradbauteile, neben den Belastungen, die durch das Aggregat eingetragen werden, auch über die Lebenszeit da. Diese Vibrationen sind enorm schädigend für die Bauteile und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir diese Vibrationen im Prinzip im Vorhinein auf die Bauteile lasten und somit dann sicherstellen können, dass sie dir die Last über die erforderliche Zeit immer aushalten würden. Genau, ihr prüft das dann und können somit dann hinterher auch gewährleisten, alles klar. Eine sichere Aussage darüber treffen. Genau, ja, die Vibrationsprofile sind etwas überhöht gegenüber den tatsächlichen Lasten, die dann so sein werden und daher kommt dann unsere Sicherheit. Genau. Du hattest dann gesagt, ich hatte gefragt, Mensch, das ist ein Riesenraum, wo die Maschine steht und da drüber war auch noch so ein großer Kasten. Genau, das ist die Klimakammer, die stellt dann halt alle klimatischen Bedingungen, die auf der Straße herrschen können und eine Last auf die Bauteile abbilden im Prinzip im Vorhinein dar. Das heißt, die geht dann von minus 40 Grad bis hoch nach 80 Grad und die Teile werden dann in diesen Atmosphären dann halt im Prinzip geshakert. Okay, so sieht's aus. Sehr interessant. Ja. Genau, und jetzt haben wir noch eine Nasskammer, habe ich gerade gehört. Genau, wir haben hier unser Nasslabor. Hier ist dann alles, was mit Feuchte zu tun hat, zu finden. Ich mache mal gerade das Licht an. Wir haben hier eine Salzsprühnebelkammer. Die Salzsprühnebelkammer ist deswegen, weil manche Leute ihr Fahrrad ja auch mit in eine Meeresatmosphäre nehmen und es da anschließen. Ich meine, auch wir sind direkt ganz oben an der Nordseeküste. Ja, genau. Also, dann ist das eigentlich so eine reale Bedingung, denen die Fahrräder und auch unsere Bauteile da ausgesetzt sind. Die Salzsprühnebelkammer wird einen definierten Salzsprühnebel auf die Teile ablegen und dann werden wir sie über definierte Zeiträume dann halt dem aussetzen. Genau, das kann man dann halt im Prinzip die Korrosionsfestigkeit über Lifetime abtesten. Ja. Genau, und dafür haben wir halt die Salzsprühnebelkammer. Okay. Des Weiteren haben wir ja noch, hier ist eine, wir haben aber auch mehrere Klimakammern, die dann halt ein Klima generieren und auch eine Feuchte generieren. Dabei prüfen wir im Prinzip die Dichtigkeit der Bauteile unter verschiedenen, bei Wärme dehnen sie sich aus, bei Kälte ziehen sie sich zusammen. Genau, und lassen dann da halt Wasser ein und prüfen somit die Dichtigkeit der Bauteile gegenüber äußeren Bedingungen auf der Straße ab. Genau. Okay. Das Ganze steuern wir dann über einen Rechner, zeichnen unsere Kurven auf, damit wir genau im Nachhinein wüssten, wenn unsere Bauteile undicht wären, zu welchem Zeitpunkt sie dann undicht geworden sind. Ja. Kommt aber eigentlich so gut wie nie vor. Okay. Jetzt sehen wir hier immer wieder Motorradteile. Also muss man kein Geheimnis draus machen, muss man dass kein Geheimnis. Motorradteile fertig. Das tun wir auch, ganz genau. Und ihr testet aber auch die Fahrradteile. Genau, das ist jetzt gerade ein Zufall, dass wir einen Motorradblinker drin haben, aber auch unsere Lampen gehen bei definierten Tests hier rein und werden dann genauso geprüft und sind dann auch elektrisch betrieben, auch durch die Steuerung. Ja, genau. Also jedes Bauteil, alles was ihr fertigt, kommt da rein. Genau, Okay, sehr schön. Ja. Ja, Udo. Vielen Dank, dass wir hier mal reingucken durften. Ja, sehr gerne. Freut mich. Ja. Und jetzt sag mir mal, wo geht's jetzt weiter? Ich glaube, Lichtlabor habe ich so ungefähr auf dem Schirm. Genau. Und wer wartet da auf mich? Der Frank Schröder, das ist der Leiter der Elektronik. Ja. Genau. Und dann geht's gerade raus. Alles klar. Okay, Dankeschön und sehr einen gerne. Schönen Tag noch. Ja, bis danke dann, auch so. Ja. Ciao. Ciao. Ja, Frank. Dich habe ich heute schon mal gesehen. Ja. Und ich bin vielseitig eingesetzt. Genau. Das war relativ früh heute Morgen. Jetzt ist es schon Nachmittag und jetzt sehe ich dich hier, schwarze Wände. Das hier geht wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag. Und richtig. Wir sind zwischenzeitlich hier mal drin, messen sozusagen unsere Prototypen aus, erstellen Muster. Vergleichen sozusagen die Praxis mit der Theorie, also Prototypen, zum Teil auch mal aus der Fertigung Sachen. Ja. Und der Raum ist halt so schwarz, damit hier kein Streulicht in die Linsen kommt. Und wir sind hier im sogenannten Lichtmesslabor, ne? Ja. Kann man so sagen? Ja. Ja. Passt. Sehr schön. Okay, und du sagst, ihr prüft hier
die ganzen neuen Scheinwerfer? Ja, Scheinwerfer, Rücklichter, Rückstrahler, ja. Wir können Rasterfeldmessungen machen. Und ja. Also es ist vielseitig hier. Okay, und ihr messt ja, in was für einer Einheit messt ihr? Die Scheinwerfer messen wir in Lux, nennt sich Beleuchtungsstärke. Das ist so eine Flächengröße, also je weiter weg, desto geringer wird die Helligkeit. Kannst du mal so ungefähr erklären, wie man sich das vorstellen muss, Lux? Ja, Lux ist praktisch eine Helligkeitsgröße, die mit einem Sensor gemessen wird, der flächig ist. Und ich sag mal, je weiter man weggeht, desto größer wird die Fläche aufgespannt und desto kleiner wird die Beleuchtungsstärke. Also die nimmt quadratisch mit dem Abstand ab. Und in der Fahrradbranche wird das auf 10 Meter Entfernung gemessen bei Scheinwerfern. Ja. Gibt es da einen Standard, den ein Scheinwerfer haben muss? Mindestens 10 Lux, eigentlich 20 Lux. Okay. Genau. Gut, aber 10 Lux oder 20 Lux, das ist ja auch so ein bisschen Geschichte, ne? Also zumindest bei Busch und Müller. Richtig, die Scheinwerfer sind in den letzten Jahren immer heller und heller geworden und wir haben jetzt auch Modelle dabei, die haben dann schon 150 Lux in der höchsten Helligkeitsstufe und wir halten halt trotzdem die Blendgrenze ein von 2 Lux, damit halt der Gegenverkehr nicht geblendet wird. Also wir könnten uns das auch gerne mal angucken, wie schön klar diese Blendgrenze vom Scheinwerfer gebaut und simuliert ist. Ja, also das können wir jetzt mal simulieren quasi. Richtig. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Ja, jetzt ist das Licht aus und der Scheinwerfer ist an. Genau, jetzt sehen wir diese schöne satte Hell-Dunkel-Grenze. Das heißt, wir haben unterhalb bei diesem Scheinwerfer 150 Lux und oben drüber sind wir schon so um die 1 Lux nur noch. Also Faktor 100 geht das innerhalb von 2-3 Winkelgraden runter und damit ist auch sichergestellt, dass der Gegenverkehr dann nicht geblendet wird. Wir können jetzt auch mal kurz so einen kleinen Messzyklus losfahren lassen, wo das Lichtfeld abgetastet wird und nachher für die eigentliche Messung vorbereitet. Da sieht man mal so ein bisschen, wie das Goniometer von solch einer Lichtmessanlage arbeitet. Jetzt haben wir gesehen, wie ihr die Scheinwerfer testet. Also guckt dann auch, wie viel Lux hat der Scheinwerfer, Hell-Dunkel-Grenze und so weiter. Genau. Und wenn ich im Fahrradgeschäft stehe, dann ist es immer so, ich zeige vielleicht den einen oder anderen Scheinwerfer, aber die am meisten gestellte Frage, die ich bekomme, ist dann auch, wie hell ist der Scheinwerfer denn jetzt wirklich? Und wie findet unser Kunde das heraus am einfachsten? Für den Kunden ist ja der Begriff Helligkeit nicht unbedingt nur auf die Lux zu beziehen, also die Beleuchtungsstärke, sondern wir schauen ja immer, dass die Beleuchtungskomponenten sehr viel Lichtstrom haben. Also das ist die Gesamtheit der Helligkeit oder des Lichtes, die so eine LED zum Beispiel rausbringt. Und dass das auch homogen auf der Straße verteilt ist. Also es gibt da 4, 5, 6 weitere Kriterien neben dieser Beleuchtungsstärke, weil sonst könnte man ja auch ein Produkt bauen, was sehr eng ist und mal übertrieben gesagt wie ein Laserpointer leuchtet, aber links und rechts daneben sieht man nichts mehr. Da ist nichts. Also ihr achtet schon darauf, dass der Lichtkegel wird tendenziell eher breiter beim Fahrrad. Richtig, genau, breiter und auch länger, sodass man ein Mitten- und ein Nahfeld hat, also selbst nah vor dem Fahrrad genügend Beleuchtungsstärke hat. Und ich sag mal, um halt auch viel Lichtstrom zu generieren, haben wir halt auch sehr effiziente Elektroniken und Lichttechniken, die noch mit dazu beitragen. Ja, aber für unseren Kunden zum Beispiel im Fahrradladen, habe ich gesehen oder ich weiß es auch, ihr habt auf der Verpackung immer ein Lichtbild. Richtig. Das ist eigentlich das, wo man sich am besten dran orientieren kann, oder? Ja. Und dann ist es ja auch so,
noch mehr oder noch deutlicher wird es eigentlich, wenn er am Fahrrad montiert ist und man wirklich mal im Dunkeln unterwegs ist. Ne? Ja. Aber grundsätzlich kann man eigentlich auch sagen, je mehr Lux, je heller ist der Scheinwerfer. So ist es bei euch, oder? Vom Grundsätzlichen ja, aber ja. Wenn man das halt mit anderen, mit Mitbewerbern vergleicht, müsste man die Sache noch tiefer betrachten. Man kann nicht nur auf diesen einen Wert schauen, sondern man müsste eigentlich wesentlich mehr Sachen mit hineinbeziehen in seine Entscheidung. Aber es gibt halt leider da keine Maßgabe, sodass andere Firmen gut vergleichbar wären. Da macht also jeder seins. Der Selbsttest ist dann wirklich das Allerbeste, so wie es fast mit allen Dingen ist. Ja. Ausprobieren, eigene Erfahrung machen. Richtig. Ja, okay, alles klar. Gibt es noch etwas, was du uns an dieser Stelle sagen möchtest? Ja, wir schauen halt auch immer zu, dass wir so viel wie möglich selbst machen können. Wir lassen ja auch die Elektroniken bei unserer Schwesterfirma hier in der Nähe. Ja. Produzieren, haben auch eine sehr hohe Fertigungstiefe in unseren Produkten, sodass wir halt, sag ich mal, auch recht unabhängig sind und flexibel und schnell reagieren können. Ja, ich habe das vorhin schon ein, zwei Mal gesagt, glaube ich, dass das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ihr baut euch die Werkzeuge selbst, ihr entwickelt alles selbst und ihr prüft alles selbst, sodass ihr auch, wenn ihr prüft, oh, ist doch noch nicht ganz fertig, dass sie auch dementsprechend schnell reagieren können. Ne? Was dann auch wieder, wo man dann auch wieder sagen kann, ja, made in Germany, klarer Vorteil. Ne? Richtig, kurze Wege. Ja. Kurze Wege. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's für euch in die Lichtstraße. Da wird euch der Sebastian eine noch realere Vorführung geben, was möglich sein wird an Licht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du hast was vorbereitet. Klar. Sehr gut. Jetzt habe ich euch hier geblendet die ganze Zeit. Ja, jetzt bin ich hier beim Sebastian an der Lichtmessstraße. Aber ja, ist eine Straße, hier fahren keine Autos und dieser Raum kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor, weil hier werden die Fotos für die Verpackung gemacht. Ist das richtig? Also ihr testet hier die Scheinwerfer bzw. ihr lasst sie leuchten und dann werden Fotos gemacht und die werden dann auf der Verpackung abgebildet. Ist das richtig? Genau so ist es. Auf der Verpackung, auf der Homepage, im Katalog oder auf Lichtpostern. Und seit wir hier im Neubau diese schöne Straße haben, ist es echt ein Luxus für uns. Denn normalerweise haben wir in den Wochen vor der Eurobike das draußen in freier Wildbahn geschossen, unsere Lichtfotos. Das heißt, stimmt. Wir mussten bis Mitternacht warten. Und jetzt können wir um 10 Uhr morgens uns hier unten reinstellen und einfach leuchten lassen und uns alle Zeit der Welt nehmen unter kontrollierten Bedingungen. Aber trotzdem unter echten Bedingungen, denn die Straße ist 45 Meter lang und 8 Meter breit und bildet damit eigentlich eine normale Landstraße hier ab. Ja. Ich weiß nicht, ob man das Video wirklich genauso erkennt. Ich war echt beeindruckt, als ich hier reingekommen bin. Hier war ich noch nie. Ja. Da habe ich echt gedacht, wow, das gibt es wirklich und es ist riesig. Es ist wirklich, also für so einen Scheinwerferhersteller riesig, finde ich. Ja. Es ist riesig. Es ist auch ein riesiger Luxus. Man sieht das auch, gnädigerweise habt ihr das vielleicht nicht gefilmt, dass links und rechts ein Kartonagenlager ist und es ist heiß umkämpfte 320 Quadratmeter sind das. Eigentlich, die hier uns zu halten, das ist ein riesiger Luxus. Ja. Aber ich finde es einfach nur toll. Ja. Und was hier leuchtet, das ist etwas, das haben wir bis vor ein paar Jahren immer noch mitgehabt auf der Eurobike. Das ist nämlich die Lichtorgel, die wir da in so einer kleinen Dunkelkammer hatten. Und da haben wir dann irgendwann mal gesagt, wir können ja das Schöne mit dem Nützlichen auch noch verbinden. Und wenn keine Eurobike ist, entsprechend diesen Versuchsaufbau hier im Keller mal aufbauen. Denn nirgendwo anders als hier sieht man eigentlich das Licht mal unter realen Bedingungen. Ja? Ihr habt ja wahrscheinlich schon beim Frank vorhin gehört, irgendwie mit Lux und so, dass das da relativ theoretisch gemessen wird. Ne? Genau. Und hier kannst du mal echt gucken. Ja. Habt ihr hier auch eine Messtechnik verbaut in diesem Raum?
Hier ist überhaupt keine Messtechnik verbaut. Nee, das ist, hier ist nur fürs menschliche Auge. Fürs menschliche Auge. Ja. Jetzt stehen wir hier an der Lichterorgel und ja, ich sehe das schon. Ihr habt hier ja alle Scheinwerfer aufgebaut und ihr habt sogar noch diesen Basic-Scheinwerfer. Ich weiß gar nicht, gibt es den noch im Handel zu kaufen? Du musst dich schon ganz schön anstrengen, um den noch zu finden draußen. Der hängt jetzt hier zum einen der Vollständigkeit halber, zum anderen aber auch, weil wir mal zeigen wollten, was war und ist auch immer noch die Mindestanforderung der Straßenverkehrsordnung und wie sehr unterscheidet sich das eigentlich von dem, was mittlerweile möglich ist. Dann geht es weiter mit dem Up. Wie viel Lux hat der? Der Up hat seine 35 Lux. Mhm. Ja. Und wir gehen mit dann über den Up zum Mike mit 50 Lux, gehen wir so langsam in die in den Einsteigerpreisbereich rein und auch in den Mittelpreisbereich rein. Ja. Und dann sind wir auch schon bei dem ersten Fernlichtscheinwerfer, dem kleinen IQXS. Den haben wir vorhin auch schon ein paar Mal gesehen, der ist heute uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Verfolgt er euch? Ja, so ein bisschen schon. Ja, okay. Ja. Dann haben wir den Sayo Premium in der Premium-Ausführung, die wir auch schon vor einigen Jahren jetzt vorgestellt haben. Ja. Der war viele Jahre der Goldstandard unter den Scheinwerfern. Ja. Und mittlerweile ist er aber, würde ich mal sagen, abgelöst durch den Kollegen, den man ganz rechts sieht. Ich überspringe jetzt mal ganz bewusst die beiden Fernlichtscheinwerfer und nenne dann den IQX. Ja. Und das ist eigentlich der Scheinwerfer, der ja jetzt so den Normalstandard darstellt am oberen Ende, was sowohl die Beleuchtung für Dynamo-Räder angeht, als auch für E-Bikes. Ja. Und dann sehe ich aber noch zwei weitere Scheinwerfer. Die hast du gerade übersprungen. Ja, genau. Mit Fernlicht. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Ja, mit Fernlicht, da können wir, dürfen wir seit einigen Jahren auch die Hell-Dunkel-Grenze mal nach oben sprengen lassen. Ja. Und die Möglichkeit ist so toll, dass wir das auch gleich in drei unterschiedlichen Preis-Leistungsklassen anbieten. Das geht von dem, den ich gerade schon erwähnt habe, den IQXS, geht das hin zu dem, ja fast könnte man sagen, dicke Bertha, zu dem IQXL, den wir hier sehen. Ja, das ist relativ groß, aber macht natürlich auch viel Licht. Ne? In der Tat, ja. Sehr schön. Sebastian. Nils. Sehr interessant. Und wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Das war's tatsächlich. Also du darfst jetzt nach Hause fahren und ich kann mich nur bedanken dafür, dass du zu Besuch warst bei Busch und Müller und dir das alles zeigen lassen von meinen Kollegen und mir. Du, ich sag auch ganz lieben Dank. Also war wirklich sehr, sehr schön. Spannender Eindruck, auch für mich. Ich hoffe auch für unsere Zuschauer. Ja, ich hätte jetzt noch ziemlich viele weitere Ideen. Also jetzt nach der Lichtorgel hätte ich gesagt, ich hätte schon die Idee fürs nächste Video. Ja. Aber ich hätte jetzt gesagt, da dürfen auch unsere Zuschauer gespannt sein, was wir als nächstes machen. Und ich sage in diesem Sinne, abonnier den Kanal, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Lass einen Daumen hoch da, damit wir immer wissen, ob wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Und wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Draht jetzt zu Busch und Müller, dass wir auch sehr interne oder halt tiefgründige Fragen sehr, sehr gut auch beantworten können und beantwortet bekommen. Immer gerne. Ja, danke fürs Zuschauen. Alles klar. Dankeschön. Tschüss.